Ich habe ein Problem mit meinem Kabel Deutschland Router Modem Kombi. Es geht um den Compal CH7466CE mit der Firmware-Version 4.50.19.12. Mit solchen Problemen wende ich mich natürlich als erstes an Kabel Deutschland. Zwei Anrufe, eine E-Mail habe ich gebraucht. Es interessiert niemanden, was ich dafür ein Problem habe. Und das ist ein Sicherheitsproblem, das wahrscheinlich viele von euch betrifft, wenn ihr so ein Gerät zu Hause habt. Was ist das Problem? Ich bin hier in meinen Portweiterleitungen. Ich gehe aber mal vorher auf Firewall. Da seht ihr, dass die IPv4-Firewall eingeschaltet ist, beziehungsweise ich muss mich jetzt hier nochmal neu einloggen. Gehe nochmal auf die Firewall-Einstellungen. Hier seht ihr, dass der IPv4-Firewall-Schutz aktiviert ist. Das ist wichtig, weil dann kann man von außen nicht auf mein Heimnetzwerk zugreifen. Jetzt gehe ich mal auf die Portweiterleitung. Und hier seht ihr Ports, die weitergeleitet worden sind. Oben die Ports, die ich manuell eingestellt habe. Unten die UPnP-Ports. So, was ihr hier nicht seht, ist der Port 1194. Nur den Port 1195, also bitte nicht verwechseln. Und genau da fängt das Problem an. Denn ich kann mich nämlich verbinden auf den Port 1194 aus dem Internet ins Heimnetz. Dazu blende ich mal hier mein Handy ein. Und dass ich das auch hier ehrlich mache, zeige ich euch an der Uhrzeit. 11.23 Uhr auf dem Handy seht ihr auch, dass es 11.23 Uhr ist. So, jetzt habe ich hier mein OpenVPN offen auf Port 1194. Also ziemlich eindeutig alles. Auch hier unten bei UPnP nochmal schauen, da ist kein Port, zumindest sehe ich keinen, der irgendwie auf 1194 hört oder in irgendeiner Range da drin wäre. So, was mache ich also? Ich gehe hier zurück und versuche mich mal zu verbinden mit meinem NAS. Oben seht ihr übrigens, ich bin im LTE-Netzwerk, also nicht in meinem Heimnetz oder sowas. So, ich klicke jetzt hier drauf und jetzt versucht er sich hier zu verbinden. Und er sagt schon ziemlich schnell, Peer Connection Initiated. Das heißt, er kommt auf den Port durch und Complete. Ja, oben seht ihr das Logo mit dem Schlüssel. Das heißt, ich habe mich erfolgreich mit dem VPN verbunden und das hätte nicht gehen dürfen, weil es hier einfach den Port 1194 nicht gibt. Ja, einige wundern sich jetzt vielleicht, warum er sich denn verbinden kann und auch weiß, auf welches Gerät er gehen muss. Das muss ich ja in der Portweiterleitung einstellen. Das steht ja auch hier. Wenn eine Anfrage auf Port 1195 UDP kommt, dann geh bitte auf dieses Gerät mit der IP. Und das muss ja irgendwie jetzt funktioniert haben, diese Weiterleitung. Ja, die Regel war da mal drin und die war auf einmal nicht mehr sichtbar in der Liste, obwohl ich die eigentlich meines Wissens nach nicht rausgelöscht habe und die Verbindung ging trotzdem. Ich habe dann versucht, die Verbindung neu hinzuzufügen, wieder rauszulöschen, den Router neu zu starten. Es hat alles nichts geholfen. Werkseinstellungen habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das ist auch nicht der Punkt, denn der Port ist offen und das kann immer im laufenden Betrieb auch mal passieren, dass ja Ports offen sind, die ihr gar nicht freigeschaltet habt. Welcher Mechanismus jetzt da den Fehler hat oder was da dahinter steckt, das weiß ich nicht. Das müsste jetzt mir Compal oder Kabel Deutschland mir verraten. Aber da die weder auf Mails noch auf Telefonanrufe reagieren und das Ganze nicht ernst nehmen, veröffentliche ich das hier direkt einmal, weil es sind ja wahrscheinlich noch mehrere von diesen Geräten verteilt, die auf der die Firewall nicht richtig funktioniert. Jetzt wollt ihr von mir eine Lösung haben. Ja, ich habe auch keine. Also meine Lösung war, ich habe mir jetzt eine Fritzbox bestellt, die an dem Kabel Deutschlandanschluss funktioniert. Und da muss ich dann hoffen, dass die Firewall funktioniert. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, einen Kabel Deutschland Router, solltet ihr denn vielleicht auf diese Lücke mal hinweisen. Und vielleicht hilft es ja, wenn mehrere da irgendwie bei Kabel Deutschland anrufen. Also ich habe da auf Granit gebissen, das hat die nicht interessiert. Es ist ja nicht so, dass Kabel Deutschland eine kleine Historie hat, was solche Router-Probleme angeht.